Und drauf, ja. Lauf bitte nicht rum. Du auch nicht, Bolle, ja. Selbstverständlich. Ja. Mach da mal dich dann. Und du auch. Ich bin schon unterwegs. Oha, Mist kriegt übelst aufs Maul. Dann geben wir ihm das mal und schicken ihm Eri. Mit maximaler Heilungskraft. Wir kriegen auch ordentlich. Da sind wir die dreckigen Lehmgolems. Ich habe getroffen. Immer wieder die. Gut, dass der verhindert ist. Der Eisengolem blockt zum Glück noch irgendwie so einen Lehmgolem ab. Das finde ich eigentlich ganz gut. Das macht er prima. So habe ich mir das gewünscht. Und der bleibt irgendwie die ganze Zeit dann göttlicher Rage in diesem Zustand des Rumstehens und nichts nicht angreifens. Das ist perfekt. Trink nochmal lieber einen Heiltrank, auch wenn Eri hinter dir steht. Ja, Eri, drück ihm nochmal was. Es wäre nett, wenn du die nochmal so ein bisschen. Du weißt schon, genau so. Paralysieren. So, jetzt hab ich's. Paralysieren. Ja, er ist schon schwer verletzt. Kann sich wie immer nur um Stunden handeln. Du bist du ja auch besser als Minsk oder wir. Sprecht frei heraus. Eri, geh mal ein Stück zurück. Ja. Wir gehen auch mal ein Stück zurück. So, du greifst den mal an. Ah ja. Wie viel Schaden machst du denn? Ushimo Yahira attackiert Lehmgolem. Nee, das wollte ich nicht sehen. Ist ja auch egal. Vorsichtig, Leute. Das ist ein Eisengolem. Lauft nicht unbedingt so todesmutig auf den zu. Was tut er? Er macht irgendeine Wolke. Das passt mir nicht. Minsk, lass bitte nach unten kommen. Meine Waffe ist ja, ich weiß doch. Macht mal nix, ihr KI. Ja, gute Idee. Nicht selbstständig. Sagt mir, was zu tun ist. So, du läufst dahin, du läufst dahin. Ich war ganz lässt mal lieber nach vorne. Ich hoffe, dass genau, ja, Hera. Kämpf mal gegen den. Und du auch, Minsk. Für die Gefallenen. So, trink was. Minsk verursacht 4. Wurde aber auch er gibt Zeit. Aber ordentlich Schaden raus, der Eisenbahn. Wenn ich der Gruppe weiterhin lauf mal zurück, danke. Okay, er greift Minsk nicht an. Das ist zwar übelst lahm, aber gut. Ja. Finde ich nicht so schlecht, dass das so funktioniert. Sagt mir, was zu tun ist. Die Rache ist mein. Verletzt ist er schon. Ja, Hera macht irgendwie viel Schaden mit ihrem komischen Wundklingen-Ding gegen die Teile. Fragt mich nicht warum, es ist aber so. So, und wenn er dann gleich weg ist. Ihr müsst mir rasch Eri, kommst du an ihn ran? Zu jung, um mich zu rächen. Ja, Bo wird dich auf jeden Fall rächen. Oder wir machen das gleich. Du lässt da mal hin. Minsk braucht auf jeden Fall noch einen Tank. So schön. Macht Platz, böse Wichter. So, weg ist das Viech. Auf dem Durchmarsch. Ich warte. Ja, so angenehm waren die ja jetzt nicht. Dann machen wir das noch hier hinterher. Ja. Das hat schon mal ein bisschen was gelindert. So. Hier müssen wir, glaube ich, das Herz einfügen. Speichern wir erstmal noch. Es gibt nämlich noch ein bisschen was zu erkunden. Meine ich. Yoshimo kann ja mal vorgehen. Ich glaube, ich hoffe, hier ist nichts mehr. Sagen wir es so. Ich hoffe, hier ist nichts mehr. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber ich hoffe es einfach mal. Nicht so viel laufen. Nicht so forsch, besser gesagt. Gut, hier ist was Schönes. Schauen wir rein. Ein Ring. 6666 Gold. Eine Axt. Den Rest können wir nicht aufheben. Das passt mir nicht. Kommst du an? Nein. Wäre auch zu schön, um wahr zu sein gewesen. Ihr braucht meinen Yoshimo ist bereit. Du hast, glaube ich, ein relativ leeres Inventar. Wo soll ich mal zurück, Yoshimo. Ihr seid direkt hinter mir, nicht wahr? So, ich hoffe, aus dem Ding erhebt sich nichts, wenn wir da was reinpacken. Ich warte. Was soll ich weiß es nicht mehr. Sehe ich dann ja gleich. So, versammeln wir uns erstmal schön davor. Unter der Erde fühlt ein Zwerg sich erst richtig. Ja, bloß, dass du wahrscheinlich irgendwo in der Luft rumschwebst, aber das ist ja egal. Also, gesagt, in dieser komischen Dämonenebene da bist. So, schauen wir mal. Die pulsierende Fleischmasse scheint die Energieversorgung für die Sphäre darzustellen. Ihr werdet eine Möglichkeit finden müssen, sie wieder aufzuladen, wenn ihr nach Afkatla auf die Materielle zurückkehren wollt. Ja, wir haben Herzen.
Da ich keine bessere Lösung einfach verfüttert ihr das Dämonenherz an eines der zahlreichen Mäuler, das sich im Fleisch der Maschine befindet. Euer, ja. So viel dazu. Euer. Euer Fleisch der Maschine befindet. Ein Anblick später erzittert die Sphäre und ihr könnt spüren, wie sie sich wieder auflädt. Der Energiekern der Sphäre erwacht zum Leben. Er krümmt die Dimensionen, während die Sphäre durch die Ebenen rast. Nach ein paar Minuten kommt die Sphäre mit einem Ruck zum Stehen und der Energiekern erlischt. Die Kugel hat ihre letzte Reise durch die Ebenen hinter sich. Ach, wir haben noch ein paar Herzen. Ja, aber mehr ist jetzt hoffentlich mal nicht passiert. Hier sind zumindest keine neuen Golems und alles. Da gehen wir mal lieber vorsichtig zurück. Erstmal müssen wir mal gucken, was Larvok? Larvok hieß er, meine ich. Ja, ist schon wieder 2-3 Wochen her, glaube ich. Länger vielleicht sogar. Auf jeden Fall gucken wir erstmal, was... Ja, hier ist noch dicht. Achso, man kann auch lesen, was das Gerät macht. Trockene Hitzewellen, die von diesem Gerät ausgehen, pulsieren durch den ganzen Raum. Interessant. Gibt's sowas auch für das Eisdingens? Oh, ja, doch. Reine Kälte scheint von dem zischenden Gerät auszugehen. Perfekt. Aber hier kommen wir immer noch nicht rein, oder? Ich will in den Lagerraum. Warum nicht? Ich sehr gut. Da muss doch irgendwas Interessantes sein, sonst wäre der nicht da. Okay, ich glaube, man konnte in den nicht rein. Das ist einfach so, hat jemand Lust gehabt, eine Tür hinzubauen. Damit das so aussieht, als ob der Eisbrocken da keine Tür ist oder so. Oder ungewollt steht. Oder das nicht so sein sollte. Wer weiß das schon so genau. Ich will ja auch nicht den Level-Designer irgendwie kritisieren. Warum er jetzt so eine Tür ist, die nicht aufgeht. Vielleicht war da auch noch ein dritter Raum ursprünglich geplant. Man weiß es ja nicht. Ja, das haben wir gemacht. Dann gucken wir mal, wie gesagt, zu Larvok. Hier, wo der gute Beholder war, ich meine, der Betrachter. Ja, du bist noch da, Wächtergolem. Du zuckst ab und zu auch noch ein bisschen. So. Larvok. Was hast du zu sagen? Da waren wir, glaube ich, schon dran. Da liegst du rum. Wir sind auf unsere Heimatebene zurückgekehrt. Bitte, bitte, Fremder, denkt an unsere Abmachung. Lasst mich meine Sonne ein letztes Mal sehen. Ja, ich werde tun, was ihr wünscht, oder? Nein, ich vertraue euch nicht. Das könnte immer noch ein Trick sein. Oh ja, komm mal mit raus, wir sind ja nicht so. Ich bin euch sehr zu Dank verpflichtet. Wenn ihr mich nur tragen könntet. Meine Stärke hat mich verlassen. Meine letzten Augenblicke sind angebrochen. Ja. Okay. Bin ja nicht so. Aha. Gute Idee, das mir zu übertragen. Nach so langer Zeit hatte ich bereits vergessen, wie er aussah. Ich danke euch. Ich will... Ja, was willst du? Ja, sterben tust du. Was hast du denn so dabei? So ein Ring. Herz? Die Teile des Körpers haben sich in Luft aufgelöst. Sie wurden durch eine warme Figur ersetzt. Figürchen der Konstruktion. Oh ja, sehr interessant. Ich warte kaum der Rede wert. So, das war's hier. Oh, wir haben eine Stufe bekommen. Die müssen wir mal verwenden jetzt bei Gelegenheit. Aber erstmal gucken wir, was das Figürchen ist. Dieses Figürchen ist auf geheimnisvolle Weise zusammen mit dem Körperteilen erschienen, die in einem Blitz verschwinden. Das Figürchen scheint der Form eines hockenden Wesens zu sein und hat auch eine eingravierte Textstelle. Das Lesen der Textstelle wird zweifellos die Antwort darauf geben, was dieses Figürchen macht.